Naht Achatanus ist noch immer fassungslos, ob sie diese schreckliche Tragödie jemals verkraften wird. Bei Naht Achatanus sitzt der Schmerz über den frühen Verlust von Emilio Balak, 18, noch immer tief. Die Ex-Langzeitfreundin von Fußballer Michael Ballack kannte dessen zweitältesten Sohn gut, behandelte ihn wie ein eigenes Kind. Jetzt ist da nur noch Trauer. Nachdem die 37-Jährige bereits in einem öffentlichen Tränenstatement kondoliert hat, nimmt sie jetzt rührend Abschied von ihrem einstigen Ziehsohn. Hier betet sie für den Verstorbenen, auch wenn Naht Acher und Michael schon seit 2019 getrennte Wege gehen, scheint der Millionärsgöttin einiges an den Ballacks zu liegen. Immerhin war sie 4 Jahre lang Teil der Patchwork-Familie. Umso heftiger dürfte auch sie die Nachricht von Emilios frühen Tod getroffen haben. Rund eine Woche nach Emilios Quad-Unfall in Portugal nahm sich Naht Acher jetzt die Zeit, um das Erlebte zu verarbeiten. Und dafür suchte sie eine besondere Location auf. In ihrer Instagram-Story teilte sie jetzt mehrere Bilder aus einer Kirche, für sie ein bekannter Ort, wie sie verrät: "Ich liebe diese Kirche, habe dort so oft gebetet und so viele Kerzen angezündet, dass ich weiß, dass du in Frieden ruhen wirst, Emilio." Dazu teilte sie mehrere Fotos, die brennende Kerzen zeigen und Hoffnung spenden. Von welcher Kirche Naht Acher spricht und ob es sich hier um Bilder der offiziellen Trauerfeier für Emilio handelt, ist nicht bekannt. Andere Menschen oder ein Altar für den Verstorbenen sind auf den Aufnahmen nicht zu erkennen. Für Naht Acher scheint ein Lebewohl in einem heiligen Gebäude genau der Weg zu sein, den sie braucht, um über Emilios frühen Tod hinwegzukommen.